Mittlerweile muss man sich ja fragen, ob die SZ nicht dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk beitreten soll. Denn so viel Hofberichterstattung, wie jetzt in dieser Woche kam, muss man ganz klar sagen, eine komplette Verklärung der Realität. Denn Fakt ist, Robert Habeck wurde gestern auf einer Veranstaltung massivst ausgebuht. Gleichzeitig stellt sich auch die Frage, reden vielleicht einfach die Konzernlenker nicht mehr mit der SZ, weil sie genau wissen, dort kommt nur Unfug raus. Wir zerlegen jetzt mal einen Beitrag von der SZ und vor allem auch die massivst grottenschlechte Politik von Robert Habeck und Olaf Scholz. Und bei diesem Video kann ich nur wieder sagen, teil es überall. Denn das sind Aussagen teilweise von Konzernlenkern, wo die SZ sagt, die gibt's gar nicht. Andere Medien hingegen berichten sogar im O-Ton von diesen Aussagen. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier von Steuern mit Kopf auf YouTube. Wir schauen uns an, wie es mit Wirtschaft und Steuern weitergeht, denn wir haben ja nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern in die Zukunft gerichtet und können dir vielleicht heute schon Tipps geben, wie du dich auf morgen vorbereitest. Und ganz klar ist hier, ich musste bei dem Artikel, den ich heute in der Früh gelesen habe, wirklich herzhaft lachen. Die Wutrede des Börsenchefs, die Wirtschaft, wie die Wutrede des Börsenchefs die Wirtschaft aufmischt. Es geht nicht um das Video, wo ich auch, sag ich mal, gepostet habe, zum Thema Börsenchef und seine entsprechenden Aussagen über die deutsche Wirtschaft. Hier geht es darum, dass er gesagt hat, die Lage in Deutschland sei ernst und nicht anders zu deklarieren. Denn viele Konzernchefs, mit denen er auch per Du wäre, sagt er, wäre im Großen und Ganzen hier schon in der Krise. Jetzt ist es so, die SZ hat sich natürlich gedacht, boah, das wollen wir doch mal widerlegen, weil die haben schon mal den Kommentar diese Woche gemacht zum Thema, wie die Fakten überhaupt gegen hier Herrn Professor Weimer sprechen, den Chef der deutschen Börse. Und natürlich wird er gesagt, erstmal typische hier Nazi-Tourette, hier erstmal, es gab massenhaft Applaus von rechts außen. Da muss natürlich die SZ das erstmal einordnen, aber durchaus spannend, wer sich dann hier zu Wort meldet. Also zum Beispiel an der Stelle hier Verdi-Chef, natürlich der Verdi-Ökonom, also ein Widerspruch in sich, kritisiert Weimar Zeichen bewusst ein Zerrbild der Wirtschaftslage. Na, schauen wir uns gleich an, ob das wirklich so ist. Dann heißt es weiter hier, bezeichnete Huberts, stellvertretender Fraktionsvorsitzender hier, für mich ist Deutschland kein Ramschladen, wir sind ein starkes Land und haben große Chancen, sagte auch hier Evonik-Chef Christian Kullmann. Naja, okay, dann gehen wir mal her und schauen uns mal die Aktie von Evonik an. Wenn wir hier über die letzten 5 Jahre hergehen und schauen, wie sich der Aktienkurs von Evonik Industries entwickelt hat, stellen wir plötzlich fest, uiuiuiuiuiui, da ging es mal hoch und uiuiuiuiuiuiui, ging es massiv runter. Das aber nicht genug, wir gehen weiter und schauen uns mal hier eine Pressemeldung an, die ich heute auch von Evonik rausgelesen habe. Und zwar, Evonik investiert 220 Millionen US-Dollar in die neue Anlage zur Lipid-Produktion für mRNA-basierte Therapie in den USA. Nicht in Deutschland, sondern in den USA. Also, wenn der Chef von Evonik also so positiv überzeugt worden ist von Deutschland, warum baut er dann im Ausland? Ganz klare Frage. Denn, wie gesagt, wenn du so von Deutschland überzeugt bist, das wäre genauso, als würde ich sagen, hey, ich bin so überzeugt von XY und dann investiere ich woanders. Also beispielsweise hier. Als Deutscher in Berlin zu investieren, ist eigentlich Selbstmord. Finanziell und auch, sage ich mal, politisch. Wo man ganz klar sagen kann, hey, wieso im Shithole Berlin zum Beispiel investieren? Also tue ich es nicht. Aber wieso dann nicht in Deutschland investieren? Ja, aber lass uns mal dahingestellt. Weiter heißt es dann, der Bosschef Hartung. Er habe Weimar lange nicht gesehen. Da sagt er im Großen und Ganzen, ja, Deutschland geht's so gut. Bloß, hä? Tagesschau berichtet am 20.03.2024, vielleicht war man zu langsam? Mit immerhin 130.000 Mitarbeitern, allein in Deutschland bewegt sich die nun geplante Personalanpassung, wie es bei Bosch heißt, tatsächlich im niedrigen einstelligen Bereich. Vielleicht leichten Herzens gestehe ich sie jedoch nicht. Wir entlassen nicht einfach Menschen, sagte Arbeitsdirektor Grosch. Das ist mir wichtig. Wir gehen dabei sehr sorgsam um, mit Augenmaß vor. So haben beispielsweise Beschäftigten im Mobility-Bereich 2023 eine Zukunftsvereinbarung mit ihrem Arbeitgeber geschlossen, die betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2027 ausschließt. Also, hey, auch Bosch, der ja angeblich jetzt nichts mehr von seiner Aussage wissen will in der SZ, ist ja egal, weil hier heißt es nämlich, der würde rumheulen. Gehen wir weiter und zwar natürlich hier
Die weiteren Aussagen, weil es dann ja auch um die Automobilbranche ging. Komisch. Da gibt es so einen Artikel vom Handelsblatt, vom, was weiß ich, glaube Ende April war das, muss ich nur kurz herholen. Achtung, hier ein Bericht, 26.04.2024 von Marvin Greive, Martin Murphy und Julia Olk, warum die deutsche Wirtschaft an Scholz verzweifelt. Und da heißt es hier eine spannende Aussage, und da musste ich echt wieder schmunzeln. Auch viele Konzernlenker finden inzwischen, der Kanzler höre nicht zu und wolle die wirtschaftliche Realität nicht wahrhaben. Einige Vertreter der Wirtschaft halten den Dialog mit dem Kanzler für so wenig fruchtbar, dass sie daran gar nicht mehr teilnehmen. So zum Beispiel auch hier der Chef des Autobauers BMW, Oliver Zispe, habe bei dem jüngsten Treffen zwischen Bundesregierung und Autochefs gefehlt, da dort keine Ergebnisse zu erwarten gewesen seien, berichteten Branchenvertreter. Andere kommen nur noch, um den Kanzler nicht zu verärgern. Die Erwartung ist gering, dass sich wirklich was bewegt, klagt ein DAX-Vorstandschef im Gespräch mit dem Handelsblatt. Also weiterhin liebe natürlich SZ, alles in Ordnung. Schauen wir uns aber an, was ich heute durchaus auch amüsant fand, und zwar folgendes Video. Und hier geht es jetzt um das Statement von Robert Habeck und wo er auch ausgebuht worden ist von über 1000 Unternehmern. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Schön wieder hier zu sein und danke für den doch nüchtern vorgetragenen Impuls, eben auf den ich gleich eingehen werde. Ich fände es gut, wenn die Debatte, darf ich so sagen, zwischen uns vielleicht mit mehr Fakten und weniger meinungsstark geführt wird. Meinungen dürfen sich da natürlich bilden, aber manchmal fliegen einem ganz schön die Klischees um die Ohren. Ich versuche das einmal. Ich gehe gleich ein bisschen darauf ein, über das, was ich heute sozusagen. Meinungen sind erlaubt. Na schön, dass die Demokratische Partei hier in der, ja, also eine der demokratischen Parteien hier, durchaus so positiv berichtet. Weiter heißt es nämlich auch, dass man Angst hat, den deutschen Raum zu schwächen. Doch ich erinnere mal an ein anderes Video, und zwar, wo es heißt in der internationalen Presse, Bloomberg, Banken warnen vor, sag ich mal, energiebezogenen bzw. ja, transformationstechnischen Risiken in eigenen Portfolios. Und hier heißt es nämlich, in Deutschland, hier die größte Ökonomie in Europa im Großen und Ganzen übersetzt, ist es schwer für viele Haushalte, entweder am Unwillen oder im Großen und Ganzen auf der entsprechenden Finanzierung die Klimatransformation durchzuführen. Denn auch hier ist es, wie die Deutsche Bank berichtet, dass an individuellen Heimen sozusagen 100.000 Euro an Renovierungskosten entstehen. Und da fand ich es auch spannend, dass hier weiter unten, muss man auch die Frage stellen, ob die Bank of America hier qualifiziertes Personal hat, wir sollten uns nicht wie Gäste in einem Restaurant verhalten, die ständig den Koch beschimpfen. Denn auch hier sagt der Chef der Bank of America, warnt, hier den Standort schlecht zu reden. Na, das Problem ist bloß, dass das nicht nur zum Beispiel passiert mit Blick auf Bloomberg. So berichtet zum Beispiel auch Focus Online auf Verweis auf den Telegraph, dass auch er sagt, na, die deutsche Wirtschaft hat im Grunde fertig. Denn die Deutschland steckt im Dieselzeitalter fest, bedenkliche Einwanderungspolitik und, und. Und da kann man ganz klar sagen, dass hier der SZ doch ein bisschen die Realität fehlt, und vor allem nach einer neuen Umfrage sind auch die Deutschen, landen hier auf Platz 20 mit der Zufriedenheit insgesamt. Jetzt muss man ganz klar sagen, dass Robert Habeck jetzt hier massivst Probleme hat, und man ganz klar sagen kann, nicht zu wundern, dass man hier im Großen und Ganzen ausgebuht wird. Die SZ malt sich eine bunte Welt, vielleicht spekuliert sie hier auf Einnahmen vom Öffentlich-Rechtlichen. Sozusagen die linke Kampfpresse versucht hier einen Haltungskampf aufzunehmen, der schlicht und ergreifend bei den Konzernlenkern schon längst nicht mehr durchgeführt wird. Denn die sagen, wir sitzen noch die nächsten 18 Monate aus, und dann werden hier sowieso wieder hoffentlich andere Zeiten kommen. Und da muss man sich am Ende echt die Frage stellen, ob nicht hier schlicht und ergreifend die mediale Berichterstattung auch am Ziel vorbeigeht, weil ganz einfach die Realität in deutschen Unternehmen ganz anders ausschaut. Das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Wie gesagt, wir wissen auch noch, BASF will hier zum großen Teil Deutschland verlassen. Stihl, Miele, Weiland, Fiesmann und wie sie alle heißen. Komisch, das sind alles hier Unternehmen von rechts außen. Ganz klar, irgendwie versteht man ja, oder?